Frag doch einfach mich. Frag doch einfach mich. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Huch, ich sehe noch ein paar Sachen. Und man hat gleich was für Insekten. Für oder gegen? Für Insekten, Tolga, für Schmetterlinge. Tolga, Tiere gehören dazu. Oh Gott, ich liebe sie jetzt schon. Herzlich willkommen in Sallys Welt. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Den letzten habt ihr vielleicht schon gesehen. Falls nein, schaut ihn gerne mal an. Heute geht es um die Terrasse, also meinen Balkon. Wir werden jetzt meinen Balkon endlich schön machen. Ich hatte hier vorübergehend Balkonmöbel aus dem Silicon Valley stehen. Die habe ich natürlich wieder zurückgebracht. Und jetzt gehe ich mal fix einkaufen und hole mir Balkonmöbel. Und dann schaue ich noch, wo ich ein bisschen Deko besorgen kann. Balkonmöbel, Deko. Ich denke, ich hätte hier gern was, wo ich vielleicht drauf sitzen und liegen kann. So 2-in-1-Lösung mit bisschen Tisch. Schön gemütlich, Lichter, schön Teppich. Ich will es einfach schön gemütlich haben, damit ich jetzt auch im Sommer wieder draußen sitzen kann. Also kommt mit, wir fahren nach Mannheim. Wir gehen mal zu Bauhaus. Na dann, wollen wir mal. Ich finde es hier schon so schön. Guckt mal. Mit dem Grün, ein bisschen Textilien, nochmal eine Outdoor-Teppich, ein bisschen Decke. Merke ich mir direkt mal. Gucken wir erstmal nach Möbeln. Ich gebe euch mal kurz so einen Rundumblick, ja? Schön, gell? Warte. Das Gleichgewicht ist etwas anders mit meiner Kamerafrau hier vorne drin. Da sind wir richtig. Da schaue ich jetzt mal nach schönen Terrassenmöbeln. Finde ich cool. Aber ist vielleicht ein bisschen groß für meinen Balkon? Nee, es müsste passen. Ich habe 3,50, 2,40. Also das finde ich schon mal auf den ersten Blick schön. Aber vielleicht gucke ich nach was Hellem. Vielleicht haben sie noch was Helles. Ich muss mich jetzt halt entscheiden, weil Balkon, wie will ich es da haben? Ich will drauf sitzen können, aber auch ein bisschen drauf chillen können. Esstisch passt nicht hin, deswegen mache ich schon Lounge-Möbel. Aber so, dass ich an den Lounge-Möbeln auch essen kann. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh, das ist auch schön. Guck mal. Ein bisschen heller. Kann man vor allem gut dran sitzen. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde es richtig schön. Ich glaube, ich nehme doch das so, weil es hell ist. Weil der Balkon ist ja nicht so groß. Dann macht es das optisch nicht so. Aber ich glaube, den Tisch nehme ich nicht dazu. Der ist zu groß. Ich kombiniere vielleicht so 2, 3 kleine Tische. Was sagst du? Ja, schaut gut aus. Schön, oder? Und dann nehme ich vielleicht einen Sessel so zum Dranstelle und einen so ein Eisessel. Und dann so 2, 3 Kissen dazu, kleine Tische. Schön. Ich nehme die San Juan Paula, so heißt die. San Juan Paula. Ja. Schirm muss ich mir mal überlegen, weil ich habe mich mal auf Pinterest ein bisschen inspirieren lassen. Und ich glaube, ich würde gerne einen Vorhang hinmachen, weil das dann so ein bisschen zum einen Sichtschutz ist. Es kommt trotzdem Licht rein und dann hat es so ein bisschen so Boho-Style. Ich gucke mal, ob ich was finde. Also Möbel habe ich jetzt eigentlich ausgesucht, dann ein kleiner Beistelltisch. Bisschen Sichtschutz und dann machen wir noch Pflanzen und Deko. Vielleicht auch eine Outdoor-Lampe noch und einen Heizstrahler. Das machen wir. Ja. Guck mal, richtig gut. Zitronella für die Terrasse, für den Balkon, damit die Stechmücken wegbleiben. Und ich finde die eigentlich immer nicht so ganz schön, aber im Baumstamm finde ich es schön. Dekorativ und funktional. So haben wir es doch gerne. Oh, so wie du, Anna. Dekorativ und funktional. Also, du fühlst dich gerade in jederlei Hinsicht als schwer bezeichnet. Nein, das ist nur, weil du vorne sitzt. Wäre jetzt hier schon voll bepackt, wäre alles in Ordnung. Oh mein Gott, wie schön. Okay, ich stelle dich jetzt einfach hier ab. Denn hier ist die wunderschöne Outdoor-Deko-Abteilung. Guck sie dir mal an. Ich mache deinen Kameraschwenk für dich. Da suchen wir jetzt mal direkt was aus. Also, alles was zu San Juan Paula passt. Ich stelle dich einfach hier ab, ja? Wenn man sich nicht so ganz sicher ist, kann man es ja auch einfach mal zusammenstellen und gucken, wie es wirkt. Ich mache mal hier kurz meinen Balkon.
doch nicht so schlecht aus. Wenn ihr nämlich nur einfarbige Kissen nehmt, seid ihr immer so ein bisschen speziell auf die Farben. Aber wenn wir jetzt noch sowas dazu nehmen, dann habe ich direkt meine Fliesen mit drin, die Wände, die Möbel, hier das Grün, dann wird es so schön kombiniert. Ja, vielleicht noch eine Kuscheldecke. Die war da. Grün oder grau? Ich leg's mal hin. Oh, die sind gut. Boah. Ja, nur so zwei, drei für auf den Tisch. So ein bisschen für ein bisschen Licht, okay? So? Mehr als drei. Drei. So, eins, zwei. Ich glaube, ich guck mal nach einem Vorhang. Ja, der ist richtig schön. Wie breit sind die? 1,40. Wenn man da zwei macht, dann würde ich sagen Gardinenstange. Ich guck mal, ob ich eine finde, die ich einfach nur so reinklemmen kann. Wenn nicht, dann eine, die ich reinbohre. Ja, das muss man natürlich dann abklären. Ich glaube, eine Gardine wäre richtig schön. Ja, ich finde, das sieht gut aus. Jetzt fehlen noch ein paar Pflanzen und dann haben wir's. Salzkraut. Wow. Oh, ich liebe Meeresspargel. Oh, ich liebe Olivenkraut. Sauerampfer. Ich liebe Sauerampfer. Und alles, was übrigens diesen gelben Topf hat, ist alles Bio-Qualität. Das erkennt ihr dann immer schön daran. Ich sehe noch ein paar Sachen. Auch süß, wenn man sich nicht entscheiden kann, so wie ich. Nimmt man einfach diese Mischung, hat man direkt alle italienischen Kräuter, die man zum Kochen braucht. Ich kannte schon viele Minzsorten, aber hier sind richtig krasse Minzsorten. Zum Beispiel Erdbeerminze, Ananasminze hatte ich schon, Mandarinenminze. Was haben wir hier noch? Schokominze. Boah, das riecht einfach original, wie die Minzschokolade, die ihr alle kennt. Boah. Ich nehme jetzt jedenfalls noch Salzkraut mit. Das ist Meeresspargel, Sauerampfer. Ich glaube, es reicht. Ich habe nur einen Balkon. Ich habe keinen Garten, keine Terrasse. Ich muss jetzt stoppen. Die sind hübsch. Da machen wir Kräuter rein und auch Blumen. Dann ist es auch schön und duftet schön auf der Terrasse. Also ich muss schon sagen, bei uns hier, ich bin ja in Wiesenthal aufgewachsen, in so einem Mehrfamilienhaus. Und in diesem Mehrfamilienhaus gab es ja auch Balkone und es gab sogar immer so Blumenwettbewerbe. Das heißt, die Stadt Waghäusel, die hatte dann immer alle Balkone angeschaut. Und meine Mama, die war auch immer beim Blumenwettbewerb dabei. Das heißt, Balkon ist für mich schon wichtig. Auch, dass für die Nachbarn von außen schön die Blüten da sind. Das ist schon schön. Ja. Dann riecht es auch gut. Vielleicht mache ich mit beim Balkonwettbewerb dieses Jahr. Wer weiß. Ich nehme jetzt einfach, weil ich doch viele Kräuter und Pflanzen habe, hier die Kräutererde. Und beim Kauf von Blumenerde oder Kräutererde solltet ihr generell immer darauf achten, es steht auch hier auf der Verpackung, torffrei. Denn beim Torfabbau werden immer ökologisch wertvolle Lebensräume zerstört, Pflanzen und Tiere werden verdrängt. Und außerdem achtet ihr zudem noch direkt aufs Klima. Denn bei in Torferde, also wenn in Blumenerde Torf enthalten ist und die sich darin zersetzt, dann wird ganz viel Kohlendioxid freigesetzt. Das wollen wir natürlich alle nicht. Also achtet einfach drauf. Torffreie Erde. Tut ihr euch was Gutes, der Umwelt, den Tieren und Pflanzen. Ich glaube, ich laufe zweimal, ne? Ach, come on. Ich habe trainiert. Ja. Ich hole noch Kunstpflanzen. Ne, die sind echt. Oh, die sahen so gut aus. Ich dachte, die wären fake. Weil sie so schön glänzen. Was sind die? Das sind Kunstpflanzen. Ja, weil für die Ecke hätte ich gerne eine schöne grüne Kunstpflanze, die ich aber nicht pflegen muss. Denn da bin ich ehrlich, meine Kräuter und so, die draußen, die pflege ich. Da gucke ich dann nachher, wenn ich noch in der Ecke was Grünes will. Das kann jetzt auch immer grün sein. Gucken wir mal nach was Schönem. So. Huch. Ist halt wie immer, ne? Ich wollte eigentlich nur Möbel kaufen. Ich wollte eigentlich nur eine Bank und Tisch für meinen Balkon. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass ich bei Bauhaus so viel Deko noch shoppen kann.
Für den Balkon. Für innen übrigens auch. Bin leicht eskaliert. Aber sehen wir es mal positiv. Jetzt habe ich alles und muss nicht mehr woanders hin. Einkaufswagen voll, Bauhaus leer. Nee, Quatsch, ich habe aber was für euch übrig gelassen. Gibt's noch genug? Ich hoffe nur, es passt jetzt alles ins Auto, ne? Und dann gehen wir heim und machen mal die Terrasse schön. Ich gucke jetzt mal, ob die passen. Aber. Ha! Perfekt! Oh mein Gott, genau so plane ich das. Wir machen drei innen, drei außen. Was ist mit dieser. Was ist mit dieser Gesangsstimme los? Ja, geht wieder. Ich hatte nur einen leichten Hänger im Hals. Schön. Dann nochmal jeweils zwei Lavendel und ein Rosmarin in die Mitte. Mhm. Oder das machen sie andersrum, dass dann Rosmarin, Lavendel, Rosmarin. Mhm. Weil ich würde sagen, je mehr Pflanzen, umso besser. Wer hätte es gedacht? Wir brauchen noch Pflanzen. Ich liebe Kräuter. Oh, ich liebe Meeresspargel. Oh, ich liebe Olivenkraut. Ich liebe Sauerampfer. Oh Gott, ist das alles lecker. Ich glaube, ein bisschen höher müssen wir. Ein bisschen zu mir. So, fertig, voll. Komm rein, geh. Passt der auch so? Ich habe auch gerade überlegt. Du hast gerade überlegt, gell? Weil wenn wir dann hinten dran noch eine Beleuchtung machen wollen oder sowas, wird es bestimmt auch. Oh. Ich glaube, es ist so schöner, weil dann sieht natürlich die Terrasse viel größer aus. Aha. Das passt sogar so rum. Das sieht dreimal so groß aus. Die sieht echt groß aus. Na, das andere hier. Das eine? Ja. Wow. Oh mein Gott. Das wird so eine schöne Terrasse. Balkon. Das wird so ein schöner Balkon. Oh. Oh Gott, ich liebe sie jetzt schon. Weiter geht's, weiter geht's. Ich brauche schon mal gar keine Hausschuhe mehr, jetzt ist der Teppich da. Ich habe jetzt hier die Pflanzen mal so angeordnet, wie ich sie gerne hätte. Schön in der Reihenfolge, wie ich sie haben will. Und jetzt kommt dort die Erde rein und die Pflanzen werden schön eingesetzt. Und Minze immer separat anpflanzen, in einem separaten Topf, denn Minze ist ein krasses Unkraut. Minze, die kommt und nimmt alles ein und nichts anderes hat mehr Platz. Deswegen braucht Minze immer einen eigenen Topf. Wenn ihr die einpflanzt, dann achtet einfach drauf, dass ihr die Erde unten und die Wurzeln so ein bisschen lockert, damit die Wurzeln gleich so austreiben können. Dann setzt es ein in das Loch, was ihr vorher gemacht habt, also in diese Mulde. Reinsetzen, mit Erde abdecken und später gießen. Oh, sieht gleich ganz anders aus. Schön. Das war jetzt gerade so wie Ding. Ich habe so ein Reel gesehen, wie eine so eine Sprachnachricht macht, so drauf reagiert, so, ahahaha, ja, genau. Und dann sieht sie so, oh Scheiße, ist nicht abgeschickt. Und dann muss ich die Emotionen nochmal nachspielen. Das war gerade meine Reaktion hier. Denkst du nicht, dass der Topf ein bisschen zu klein ist? Also mir hat mal ein Gärtner gesagt, wenn da oben der Baum so ist, muss der Topf ungefähr auch so. Und da ich jetzt auch nicht unbedingt will, dass der Eukalyptus hier auf meinem Balkon, ich mache mir mal selber Schatten, ich will jetzt nicht unbedingt, dass der Eukalyptus auf meinem Balkon ewig groß wird, deswegen würde ich den jetzt in dem Topf lassen. Eine Nummer größer wäre auch okay, aber ich denke, das passt, ne? Weil da oben ist er jetzt auch nicht so groß. So, machen wir mal weg, dass hier schön frische Erde rankommt. Ist okay. Ich muss sagen, ich bin ziemlich K.O., weil sich doch der Tag recht lange gezogen hat. Aber ich bin auch auf der anderen Seite richtig begeistert, denn eigentlich war ich heute nur auf der Suche nach Möbeln und jetzt habe ich die komplette Terrasse fertig, den kompletten Balkon einfach gemacht und habe jetzt hier nicht nur meine Möbel, sondern auch die komplette Deko. Ich habe die Pflanzen noch besorgt. Ich finde es richtig schön, einfach gemütlich. Die Terrasse ist schön geworden. Hier ein paar Kissen, die Decke am Boden, alles Outdoor geeignet, Outdoor-freundlich. Ach, das ist toll. Ja, das ist richtig toll. Richtig schön geworden.
Ich hoffe, ich konnte euch auch mit dem Video so ein bisschen inspirieren, dass ihr es euch draußen, falls ihr auch einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten habt, auch schön machen könnt. Und man sieht, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein extrem kleiner Balkon ist. Ich würde sagen, das ist so ein durchschnittlicher Balkon, auf dem man Platz hat für ein bisschen Möbel und um sich ein bisschen gemütlich zu machen. Und dass man sich es einfach ganz toll und ganz schön machen kann mit den einfachsten Dingen. Deswegen, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Mal schauen, wie der Vlog weitergeht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich als nächstes das Wohnzimmer fertig mache oder das Schlafzimmer oder das Badezimmer oder die Küche. Küche steht ja auch noch aus. Aber ich würde jetzt mal sagen, so Raum für Raum wird so langsam unser neues Zuhause. Richtig schön und ich fühle mich sehr wohl. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommen noch ein paar richtig schöne Bilder unseres Balkons. Schön. Schön ist geworden. Alleine schon der Vorhang mit dem Wind und dann der Schatten hier. Richtig toll. So gemütlich. Oh, ich lege mich jetzt noch ein bisschen hin. Die Abendsonne. Ich sag's euch, wie es ist. Ach, guck doch mal, wie schön. Ich habe jetzt gerade meinen Vlog selber angeschaut und habe mir gedacht, ich hatte ja immer so Terrasse, aber es ist ja ein Balkon. Aber habt ihr euch mal gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Balkon und Terrasse? Ich dachte eigentlich immer, dass eine Terrasse einfach größer ist und das, was ich habe, ist aber ein Balkon. Wisst ihr es? Hat was mit der Überdachung zu tun? Oder? Ich hätte jetzt bei Terrasse auch gesagt, dass oben frei ist. Oben frei und Balkon oben zu? Außerhalb vom Gebäude, also laut Google, ja, ist ein Balkon eine Plattform an einem Gebäude, die über dem Geländeniveau liegt. Warte, und laut Google ist ein Balkon eine Plattform, die an einem Gebäude, die über dem Gebäudeniveau liegt und aus dem Baukörper hinausragt. Also aus dem Baukörper hinausragen ist ein Balkon. Ja. Dann ist es kein Balkon. Aber es ist ein Balkon, finde ich. Aber es ist doch ein Balkon. Weil eine Terrasse, finde ich, da kommt ein Garten noch hinten dran. Ja, aber es gibt auch eine Loggia. Und es ist in die Terrasse. Ja, aber es ist mir zu viel. Es gibt eine, die Terrasse ist eine nicht überdachte Plattform, welche sich unter- oder auf Erdgeschossebene befindet. Ausnahme ist die Dachterrasse. Also Terrasse ist nicht, weil es nicht unter- oder... Terrasse ist nicht überdacht. Terrasse ist nicht überdacht, dann ist keine Terrasse, ist aber auch kein Balkon. Richtig. Die Loggia im Unterschied zum Balkon ist ein integrierter Teil des Gebäudes. Ha! Haha! Ne Loggia, Yvonne! Ne Loggia. Und Dachterrasse ist oben. Wow, okay, jetzt wissen wir's. Oder heißt das Video jetzt zwar falsch? Jetzt müssen wir es neu drehen. Meine neue Loggia. Ich hoffe, euch gefällt meine neue Loggia. Haben wir alle wieder was dazugelernt. Das war jetzt aber kompliziert. Ein Balkon ist das, was übersteht. Also haben meine Eltern einen Balkon, das ist auch überdacht. Eine Terrasse ist nicht überdacht. Das Ding. Ach, meine Güte, ich finde es ein bisschen zu kompliziert. Wer hätte es gedacht? Unfassbar. Habt ihr daheim sowas? An Außengelände, an eurem Haus, an der Wohnung? Und wie habt ihr es genannt? Hättet ihr es gewusst? Ich kann halt aufstehen, ich habe ein Mikrofon in meinem Rock. Ich halte es einfach fest. 1, 2, 3. Hoppa!